anspruchsvolle Ladung, weil es eine Heizladung ist. Also die Dunkelheit zieht kurz fest, die Schraube, weil es dann wieder rauszieht. Es ist zu warm im Wand, verbrennt das Wand und es hat gut. Deswegen muss man da so ein bisschen vorsichtig umgehen. Dann der blaue Kran auf der Ecke, das ist eine Carbo-Terminal. Das heißt, da wird der Stütze umgeschlagen. Das war einfach so, dass alles, was nicht in den Container reinpasst oder passend gemacht werden kann. Das steht von hier in die Stütze um. Zum Beispiel die Propeller von Schiffen oder Teile von Windkraftanlagen oder solche Dinge. Dann haben wir da den blauen. Ja, der Steuerer voraus, das ist das Roho-Terminal, Ortwaldkeit. Im vorderen Bereich die Autodampfer, die wir betagtes Fahrzeug an Zwischenhändler verkaufen. Dann das Auto für den Export nach Afrika vorbereiten und verschiffen wollen, dann wird ihr Auto früher, das steht auf dem Bach, dann vor der Zippe stehen. Egal, ob es auch So.